Ich halte deine Hand, liebe Japanerin. So flüstert der junge Großvater bei sich und übt ein, was und wie er es genau sagen wird. Und ich halte an, um deine Hand und den Rest deines Körpers, deines Herzens, deiner Seele und deiner Frisur, denn ich denke am Tag, an die Nacht und in der Nacht an die Liebe. Und du siehst, ich repariere dein Flugzeug und nach der Reparatur kommt der Heimflug. Ich will, dass du dann mit mir fliegst. Ich wohne in einem schönen Land auf einem Hügel, ich habe dort Einfluss und gelte als einer der Größten, der Dunkelsten und der Tapfersten. Und du wärst dort die Kleinste, die Hellste und die Tapferste und wir würden ein schönes Paar abgeben in unseren Flugzeugen. Ich sehe schon die Leute winken auf der Landebahn, wenn wir einfliegen, als lange verschollen geglaubte, aber dann umso frischer wieder unter meinen Landsleuten. Sie werden sagen, da hat er sich eine schöne Frau ausgesucht in fernen Landen. Sie werden durch die Zähne pfeifen und der Neid wird ihnen aus den Augen schauen. Und während wir aus unseren Flugzeugen steigen, werden die Menschen ein Spalier bilden und Willkommenslieder anstimmen. Sie werden endlich ihre Hüte werfen und Blumen und als erstes werden Kinder aus der Menge ausbrechen und auf dich, die Japanerin, zulaufen. Sie werden dir in die Hände drücken, was sie über den Tag gesammelt haben, kleine Steine, buntes Papier, winzige Schneckenhäuser. Und du wirst jedes einzelne Kind umarmen und einen Teil ihrer Geschenke dir ins Haar stecken und einen Teil davon in die Menschenmenge zurückwerfen als Angebot zur Freundschaft. Die Frauen werden noch skeptisch sein, weil sie um ihre Männer fürchten, aber still bewundern sie dich schon. Und bald werden sie alle deinen Gang nachahmen, deine Kleider nachschneiden, deine Frisur sich stecken. Und ich werde Gedichte schreiben, dir zu Ehren, auf Papier, das wir zu Fliegern falten und in die Welt schicken.